Guten Abend miteinander. Mindestens drei Gründe gibt es, mit Guetzle früh anzufangen. Erstens, weil sie so gut sind. Zweitens, weil bei Coop jetzt eine grosse Aktion mit Backzutaten durchgeführt wird. Und drittens, weil man später dann wegen der vielen Weihnachtsvorbereitungen wieder fast keine Zeit mehr hat. Gerade wenn sie Guetzle auf die Weihnacht verschenken wollen, können sie jetzt schon anfangen und sie dann tiefgefrieren. Am besten nehmen sie dazu so einen Tiefkühlpelter. Plastiksäckchen eignen sich nicht dazu, weil Guetzle drinnen leicht verbrechen tun. Die meisten Guetzle-Sorten sind gefroren bis zu 4 Monate haltbar. Butterguetzli wie Mailänderli ca. 3 Monate. Bei Zucker- und Schokoglasuren müssen Sie aber aufpassen, die springen nämlich beim Gefrieren. Die Glasur also nachträglich anbringen. Tüchtig am Guetzle ist mir jetzt übrigens auch wieder bei Arni, der Biskuitfabrik von Coop, mit den gleichen feinen Zutaten wie die Heime und nach den alten überlieferten Rezept. Die Weihnachtsguetzli von Arni sehen ja wirklich verlockend aus. Lassen Sie sich aber trotzdem vom selben Backen nicht abhalten, denn Guetzli hat man ja nie genug. Und denken Sie auch an die Backzutatenaktion bei Coop. Oh, und noch etwas. Zum Aufbewahren eignet sich am besten so eine Blechbüchse oder ein Einmachglas. So bleiben Ihre Guetzli am längsten frisch. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen beim Guetzle und beim Rezept, das jetzt gerade zur Studioküche auskommt. Grüezi miteinander. Schon bei früheren Fitnessrezepten hatte ich Gelegenheit, Salz durch Gewürze und Kräuter zu ersetzen. Auch der feine, fast süßliche Geschmack des Kürbis sollte man nicht mit Salz übertönen, sondern mit frischen Kräutern, wie sie beim Coop erhältlich sind, unterstreichen. Einen Kürbis habe ich geschält, Kernen entfernt, dann in Stück geschnitten und etwa 10 Minuten in 3,5 Dezi Wasser gekocht. Wenn Sie das Wasser genau abgemessen haben, können Sie den Kürbis direkt in der Pfanne mit dem Stabmixer pürieren. Ein bisschen Mehl in Milch verrührt beifügen, ebenfalls einen Bouillonwürfel, Pfeffer, Curry, einen Becher sauren Halbram und, wie erwähnt, frische Kräuter. Währenddem die Suppe jetzt etwa noch 10 Minuten kocht, haben Sie Zeit, Rauchbrotwürfel in der Teflonpfanne ohne Öl oder im Backofen zu rösten. Wenn die Brotwürfel goldbraun sind, können Sie die Suppe anrichten und sie drüber streuen. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen einen guten. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop Pommes Duchesse Goldstar 1 Franken günstiger für nur 1,95 und 1 Liter Coop Sonnenblumenöl für nur 3,90. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop das Kilo Bananen für nur 1,70. Und einen schönen Strauß von 7 Rosen mit einer Gipsophilia für nur 5,90. Auf Wiedersehen!